großes Polizeiaufgebot am Mittwochvormittag an der Gröbziger Straße in Bernburg. Grund dafür war der Fund einer Tellermine aus dem Zweiten Weltkrieg, die vor Ort gesprengt werden musste. Mehrere Bewohner mussten dafür ihre Häuser verlassen und auch der Nettomarkt blieb zu. Okay, es handelt sich um eine deutsche Tellermine, T-42. 6 Kilogramm Sprengkraft, hat er selbst gesagt, was einen Sprengradius von ungefähr 2 Metern ausmacht normalerweise. Aber dadurch, dass es ein relativ freies Gelände ist, mussten wir natürlich dann in einem Radius von 200 Metern auch die Bevölkerung warnen und teilweise evakuieren. Nachdem die Vorbereitungen abgeschlossen waren, kam der große Knall. Die Experten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes waren zufrieden mit der Sprengung. Schäden wurden nicht verursacht. Doch gänzlich Entwarnung für dieses Bombenabwurfgebiet kann noch nicht gegeben werden. Nein, also hier muss noch eine Fläche abgesucht werden, aber da wissen sie nicht, wann es weitergeht. Ja, und ob da überhaupt noch was gefunden wird. Ja. Also es kann sein, dass noch was kommt, aber wir gehen davon aus, dass es ja nicht der Fall ist. Aber wie gesagt, hellsehen können wir nicht. Die Arbeiten gehen noch weiter hier. Mhm. Ja.